Ja, hallo, ich begrüße euch wie immer aus der Praxis. Heute ohne Licht und doppelten Boden. Ganz schnell nur eine kurze Information, weil wir wieder so viele Fragen heute hatten bezüglich Wildfleisch, Spangen. Und ich denke mal, bevor ich jetzt noch eine PowerPoint-Folie mache, erkläre ich hier nochmal ganz kurz dazu die Geschichte zum Wildfleisch. Erst einmal möchte ich euch sagen, bei einem eingewachsenen, eingerollten Nagel. Ich komme jetzt einfach mal nach vorne, zeige euch etwas. Das heißt, hier, wenn wir diesen Nagel so in dieser Richtung haben, Sie sehen hier bereits die Rötungen, wir haben den mit einer Spange versorgt, da können wir eine super Versorgung machen, da hat sich noch kein Wildfleisch gebildet. Also hier haben wir eine Spange draufgesetzt, das ist immer noch gut machbar. Bitte lassen Sie es nicht weiterkommen, weil es ist immer ganz schlimm, dass die Leute warten und denken, es geht wieder vorbei. Wenn Sie den Nagel haben, wie ich Ihnen den jetzt gerade gezeigt habe, können Sie wunderbar hingehen und können das auch noch tamponieren. Ich werde es auch gleich unten nochmal reinsetzen. Wir haben ein Video gedreht über die Tamponaden, da können Sie schauen. Nur machen Sie das bitte frühzeitig. Die zweite Sache ist, die mir immer am Herzen liegt, Sie haben hier eine Sache, da komme ich auch nochmal näher dran, ich werde aber auch noch ein Webinar machen. Sie sehen hier schon eine ganz schlimme Entzündung, Sie sehen hier bereits auch schon Wildfleisch. Ja, hier ist schon alles gerötet, hier haben wir auch noch mit Schwefelsalben bereits gearbeitet. Da ist es ganz wichtig, lassen Sie es nicht so weit kommen, denn da können wir keine einfache Spange mehr setzen. Da müssen wir wirklich mit dreiteiligen Spangen sehr arbeiten, das ist ganz wichtig. Hier bevorzuge ich die VHO-Spange, das werde ich Ihnen da auch noch erklären. Ganz schnell, damit wir hier noch weiterkommen, wir haben ja nur 2 Minütchen Zeit. Hier ist einmal mit Ligasano mit einem Schaumstoff tamponiert. Ja, bitte, das kann man auch machen, das sollten aber nur die Fachleute machen. Hier zeige ich Ihnen einmal Ligasano, ganz wichtig, eine tolle Sache. Den gibt es zugeschnitten für die Praxis, den gibt es zugeschnitten bereits für die Podologie, für die Fußpflege, das ist ganz wichtig. Was Sie hier bemerken sollten und wo Sie darauf achten sollten, hier zeige ich Ihnen nur noch mal ganz kurz. Ich werde es auch da noch mal größer zeigen. Das ist die VHO-Spange. Achten Sie darauf, dass Sie Fachleute bekommen, die wirklich die VHO-Spange erlernt haben. Hier sind Sie bei der VHO-Spange auf jeden Fall immer auf der sicheren Seite, weil da der Nachweis für den Kauf der Spange gegeben sein muss, für die Ausbildung an der Spange. Heute wird oftmals über eine CD gelernt, einmal ganz kurz in der Schule vorgestellt, dann nie wieder gemacht. Verlassen Sie sich auf sowas nicht. Fragen Sie nach, gehen Sie unter VHO ins Netz und da finden Sie für Ihre Postleitzahl, für Ihren Raum die Behandler oder auch die Schulen. Über die Schulen können Sie auch wieder Informationen holen. Zur ersten Hilfe. Einmal immer hier. Diese Tamponade, dieser Spatel, ja, den zeige ich nochmal, so kann man das dann auch, glaube ich, ein bisschen besser sehen. Ja, der ist also flach, abgeflacht, der schneidet nicht, aber mit dem können Sie wunderbar tamponieren. Den Film setze ich Ihnen rein. Und das sind hier diese kleinen Mini-Tamponaden, die schneiden Sie sich in Form und dann können Sie wunderbar den Falz damit tamponieren. Aber bitte warten Sie nicht zu lange, schneiden Sie die Nägel nicht zu kurz. Dann habe ich immer noch einen Tipp, das ist aus unserer Apotheke, das bekommen Sie heute nicht mehr, die Schwefelsalbe. Wir haben das Glück mit unserer Schwanenapotheke, dass wir noch jemanden haben, der wirklich noch das anmischt, anrührt. Da können Sie gerne nochmal nachfragen. Ich denke mal, das wird er auch für uns gerne machen. Und eine ganz wichtige Sache noch, das ist hier, habe ich es von der Firma Ruck. Wenn Sie an der Innenseite der Zehen zum Beispiel, ich zeige Ihnen das nochmal ganz schnell, dieses Problem sehen, ja, wenn Sie dieses Problem haben, dass hier die Zehen so aneinander stehen und hier sehen Sie auch die starke Rötung, da bitte hingehen und hier unten einen Abstandshalter reinlegen, damit die Zehen hier wieder auseinanderkommen. Das heißt, Sie sehen, ich habe hier so einen kleinen Abstandshalter, den lege ich hier zwischen, wenn das jetzt meine Zehen wären, habe eine weiche Polsterung, ein weiches Silikon und das hält mir diese 2 Zehen dann voneinander ab. Das ist jetzt natürlich extrem, wenn die im Schuh sind, ist es natürlich etwas enger noch zusammen. Bitte achten Sie auch auf die Schuhlänge, auf die Schuhgröße und fragen
Sie immer Ihren Fachmann oder Ihre Fachfrau. Das ist ganz klar, dass Sie da einmal draufschauen lassen, frühzeitig. Und bitte warten Sie nicht zu lange. Es wird nicht besser. Sie können sicher sein, wenn die Nägel zu kurz geschnitten sind, wenn die in die Ecken gehen, tun Sie mir einen Gefallen, kommen Sie frühzeitig, erkundigen Sie sich oder schreiben Sie mir unten auch einen Chat. Ich versuche natürlich immer noch für Sie etwas zu besorgen, zu sehen, ob wir irgendwo Fachleute haben. Ja, das war es ganz schnell wieder aus der Praxis. Bis morgen. Tschüss.